Moin Moin, da sind wir beim nächsten Ei, das bewertet wird. Nämlich Phantom84 hat auch ein Rätsel in sein Ei eingebaut. Und das schauen wir uns jetzt an. Und ich würde sagen, nix wie los, oder? Ja, auf geht's, auf geht's. Yay! So, so, dass wir hier runter müssen, wussten wir ja schon. Genau. Und wir haben ja auch schon rausgefunden, dass hier oben weitergeht. Irgendwo hier war doch der Knopf versteckt. Da, oh, da, da, da. Nee, ja, da. Yay! Achtung, Lebensgefahr. Wie heißt das Video, das Rouge 83 hochgeladen hat? Das erste Video. Folge 1, Rouge 83 auf Lord Varus. Was hat Lord Varus vor? Na links. Rouge 83 auf Lord Varus. Na klar, auch wenn die Lava unten ist. So, drücke die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge. 1, Synonym für ebenbürtig. Biom des Nethers. Disney-Film Haus mit Luftballons. AfD und FPÖ sind. Okay. Warte mal, da hört man Pistons, der erste. Da hört man jetzt auch eine Pistons. Du sollst nicht Try and Error machen, das ist doch nichts. Ich mach nicht Trial and Error, aber man hört die Pistons. Er macht Try and Error. Und dann wäre das hier. So. Synonym für ebenbürtig. Aber was hilft uns das, wenn wir das synonymisieren? Das versuche ich auch gerade hier zu schauen, Synonym. Biom des Nethers. Disney-Film Haus mit Ballons ist oben. Oben, das ist oben. Das hier ist rechts. 3 ist oben, 4 ist rechts. Neta ist Unterwelt. Also unten. Unten, ja. Aber unten gibt's nicht, oder? Ja doch, es gibt den untersten Knopf. Ja, den untersten Knopf, ja. Unterster Knopf. Es gibt den rechten Knopf, es gibt den oben und dann bleibt ja nur noch der linke bei Synonym für ebenbürtig. Ich bin auch bei ebenbürtig am Überlegen. Gleich. Ja, ich dachte auch an gleich, aber. Gleichwertig. Genauso. Ich habe jetzt auch mal hier in Google geschaut, genauso gut. Also ich würde sagen, wir drücken links. Dann drücken wir unten. Na, ich glaube, zuallererst sollten wir den hier drücken, weil der unterste von allen ist, wegen dem ersten, wegen ebenbürtig. Nein, 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 nein. Okay, wenn, ich lass euch. Wenn der Nether Unterwelt ist, kommt das als zweites, wenn wir das so übersetzen. Biom? Was gibt's denn im Nether für Biome? Aber Biom, ja, das ist die Frage. Lass mal kurz die Theorie versuchen, die wir gerade hatten. Ja, genau, probier mal aus. Jo, das ja. War's. So, hier ist ein Knopf, der schließt bestimmt die Tür wieder. Ja. Yep. Wieso ist hier eigentlich überall die Bahn drin? So, in welcher Folge Redstone-Schule spielt erstmals Bush 2207 mit? Achtung, Lebensgefahr. Erste Folge? Nein. Dritte Folge? Bin ich nicht sicher. Oder fünfte Folge? Na toll, ihr wisst das besser als ich, oder was? Ja. Geraten. Oh, ich Abschluss. Jetzt, ich war jetzt gerade ein bisschen, ich habe mich geehrt gefühlt, dass du das weißt, Alien, aber das war gerade. Nimm Platz und genieße die Aussicht. Irgendwie habe ich Angst, auf den Knopf zu drücken. Ja, ich schaue auch erstmal. Ah, da kommt die Lava, wenn man den Knopf drückt. Ja, ich bin noch auf der anderen Seite. Ja, so Pech gehabt. Wir müssen den Weg aus dem Labyrinth finden. Wie komme ich da jetzt zu euch? Indem wir die Lava wieder abschalten. Ah, nee, warte mal, nimm Platz und genieß die Aussicht. So, Lava an. Nee, hier, Knopf, 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 Knopf. Ha! Gratuliere, du hast das Easter Egg gefunden. Gönn dir, solange der Vorrat reicht. Ja, normal. Hier, Eier. Oh, hier, Gönnung, 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 Gönnung. Yeah. Gönnung. Aber warum denn gönnen? Ich kann mir gleich hier so ganze Stacks raussnacken. Vielleicht nee, nehme ich auch noch für andere. Nein, nein, das war auch nur ein Spaß. Ich pack die wieder zurück. Oh, ich kann gar nicht zurückpacken, weil die füllen sich nach. Ah, der hat noch ein paar Trichter voll dahinter gepackt. Ah, ja, cool, cool, cool. Cool. Jetzt mal von
Drei Stücke gönnen. Wie hast denn du so schnell noch hier runtergefunden, Busch? Naja, die Lavawand war weg. Also bin ich durch und hab dann nochmal den Knopf gedrückt und. Aber woher wusstest du welchen Knopf? Weil ich den gefunden hab. Eieiei. Schau mal, wo geht's jetzt hier hin? Ah, hier ist man jetzt draußen auf dem Bedrock. Jetzt sieht man. Oh, jetzt sieht man hier das Konstrukt, welches drunter ist. Wo geht's raus? Hier durch die Tür. Ja, da durch die Tür. Ach, da ist eine Tür. Ach ja, witzig. Das ist ja witzig. Und hier sind die Truhen mit den Steak. Oh Gott, die hat er ja wirklich vollgepackt. Ernsthaft? Ja, dann will er das vielleicht noch ein paar Leute spielen lassen, ne? Hier sind 4 Doppelkisten. Im Sommer sind 4 Doppelkisten. Oh ja. Ja, hier nicht schlecht. Nicht schlecht. Da oben ist der Lava-Teil. Aber es ist schön, es fällt nicht auf, wenn du durch das Ei durchspielst, dass es halt nur teils ausgebaut ist hier unten, ne? Das merkt man gar nicht so. Ja gut, das ist bei meinen Escape Rooms ja genauso. Um die Gänge rum ist nicht viel. Das stimmt, ja. Ja, cool. Dann kommt mal bei mich bei. Wie hat man so früher gesagt? Oh. Kommt mal bei mich bei. Ihr Lieben, das war das zweite Ei, und zwar das Ei von Phantom84. Wenn euch das gefallen hat, drückt ihm ganz genauso viele Likes rein wie dem von Kilo Alpha, Mr. Melone. Mr. Melone, genau. Ansonsten, wenn es euch besser oder schlechter gefallen hat, mehr oder weniger Likes. Sagt euren Freunden und Kumpels Bescheid, wenn ihr demjenigen hier den Spawner gönnt für sein Rätselei. Und ich freue mich, später auszuwerten, wie viele Likes die ganzen bekommen haben. Wie lange lassen wir eigentlich Zeit? Nach dem letzten Video, keine Ahnung. Ja, das schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Sagen wir noch Bescheid, wie lange Zeit ist. Alles klar, haut rein, wir sehen uns im nächsten Ei. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Gute Idee, bis dann. Ciao.